Eine Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams schon bei der Fußball-WM 2022 in Katar wird bei der FIFA nun auch offiziell diskutiert. Beim Kongress am 13. Juni in Moskau werden die Delegierten der 211 Mitgliedsländer des Fußball-Weltverbandes über einen Antrag der 10 südamerikanischen Verbände abstimmen, ob eine Machbarkeitsstudie für eine Turnierausweitung in Auftrag gegeben werden soll. Das geht aus der am Dienstag von der FIFA veröffentlichten Kongresstagesordnung hervor. Bislang sollen in Katar noch 32 Mannschaften den WM-Titel ausspielen, wie auch beim Turnier in diesem Sommer in Russland. Von 2026 an wird die WM dann mit 48 Teams stattfinden. Der Gastgeber der WM in 8 Jahren wird beim Kongress in Moskau gekürt. Punkt. Kandidaten sind Marokko sowie das Dreierbündnis aus Mexiko, Kanada und den USA.